Clive, wo hast du gesteckt? Ich wollte dich was fragen, wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive, ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem äußersten Norden Valisteas. In einem unserer Folien findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf diente als Beschützer einer Königin des Nordens. Er hatte die Gabe, Äther zu beherrschen und konnte auf Kommando Magie wirken. Ich habe keine Ahnung. Sein Name war Fenrir. Fenrir der Frostwolf. Und die Annalen erwähnen das zwar nicht konkret, aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva. Ich weiß gar nicht, welchen Daumen du meinst. Das Tier, muss ja eigentlich. Also das beim heißt, Discord. Jill ist der Grund für Torgals Kräfte. Was? Muss bei Dingsbums genau, musst du nicht? Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht, als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte. Muss den Endgame mal fragen, der weiß wenn ein bisschen Torgal mehr. Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle bei einem geschickt sind hätte, nur zwei, bei dem anderen sechs gewesen. Stück deswegen. Achso, ja, das ist egal. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Das ist egal. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Doch, sieh an, Torgal. Du bist ja noch fabelhafter, als wir dachten. Ach, und macht euch bitte keine Sorgen. Torgals Gabe schadet seinem Körper nicht. Er frisst ja förmlich wie ein Behemoth. Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase in meinem Frühstück gefunden. Torgal? Hier bist du! Oh, was willst ich du denn jetzt schon wieder? Ich habe dich schon überall gesucht. Bernhard ist da. Du musst uns vorstellen, dann legen wir los. Ich komme sofort. Jill muss sich ausruhen und schon. Sind wir der Blondine verfallen? Also Jill, nicht so. Musste mal ein bisschen. Er hat auf jeden Fall keinen Bock. Ja, der Hund ist schon super. Perfekt, oder? Klaut einfach das Frühstück. Ja, manchmal kann der Hund. Dich und alle anderen hätte ich's nicht geschafft. Sehr erheiternd. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ach, die macht einen guten Job. Das wäre auch erledigt. Mal sehen, ob Vivian Neuigkeiten über Kupka hat. Ich dachte, wir haben Kupka fertig gemacht. Ich wünschte, wir dürften mit bei ihm. Der sollte gar nichts mehr machen. Er hat doch seine Fähigkeit verloren, ich die Esper zu sein. Ich warte lieber, bis Smith fort ist, bevor ich mich irre. Sonst geratscht doch eins in ihre Experimente. Ja, also. Bei Mitzerik-Experimenten wurden schon die ein oder andere Finger in der Werkstatt gelassen. Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja. Bleib dran. Au. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Bleibt es einfach hier.
Wartest du hier? Spricht denn etwas dagegen? Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Na, was denn jetzt schon wieder? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Wer ist das? Für deine Mühe. Wie großzügig, gerne wieder. Ach, der! Das ist unser Onkel. Clive, mein Junge! Zapf ein Fass an! Dein Lieblingsonkel ist hier! Dieser Halodri. Ich spiele aktuell ziemlich viele Rollenspiele auf der PlayZ. Mir mal ein Reiterspiel holen, so Bibi Blocksberg oder so. Aber für die PlayStation. Kann nicht nur meine Switch sein, die verseucht wird. Versucht unseren Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja. Es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Da, diese links, diese alte blonde Fotze. Natürlich war Mutter. All dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Na, dann kriege ich Hunger. Nun lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren, doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. Er kann nichts mehr machen. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Schloch. Dreckiger. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Dion? Ja, Herr.
Ich mag die nicht. Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Das gefällt mir nicht, was der macht. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, aber der dann breche ich auf. Aber ziemlich geil. Diese Flatterfotze. Ganz komisches Vibesbild. Ganz komisch. Möge Gwigor euch vergeben. Die hat keinen Respekt verdient. Die manipuliert den extrem. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Hör nicht auf sie! Du enttäuschst mich, Dion. Die guckt schon so richtig niederträchtig. Und er wird zu einem gleichgültigen Hosenscheiße erzogen. Was macht denn Onkel Byron hier bei uns? Ich frage ihn am besten selbst. Darf der sein Lieblingschef nicht besorgen? Uns nehmen die Überraschungen einfach kein Ende. Wäre schlimm, wenn nicht. Ich will aber nochmal ganz kurz auf Toilette. Aua. Mein geliebter Neffe. Hab dich vermisst? Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist. Um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Das ist doch schön. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. 2000? Ach, 2000. Und
Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivien? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Ja. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherjar, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkroi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel. Alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Ich hoffe, das ist hier was wert. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rosfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkroi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Canva zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Das Spiel ist perfekt zum Bescheid sagen. Kannst du mehr essen, trinken. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen. Ich hab gehört, Füße waschen hilft, Onkel. Wie ich höre, ist Mit ihrer kleinen Werkstatt fertig. Dank sitzkräftiger Mithilfe natürlich. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich hab nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin.
Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Es ist so eine Wüstenbordelldame wie beim letzten Mal. Die Madame. Also der alte Sid war ja ein echter Tausendsasser. Es kann losgehen. Ein richtiger Schwerenöter. Jawohl! Komm! Auf geht's ins Abenteuer! Fand's aber cool, wie die Madame alle Leute im Griff hatte. Die Wachen, die Soldaten, einfach alles. Willst du mal da wirklich sauer machen? Nein. Ja. Never fuck with a Bordell, Mama. Vor allem jeder Soldat wollte sich mit ihr nicht verscherzen, weil er Angst hatte, da nicht mehr in Ruhe ficken zu können. Sind wir mal ehrlich. Das ist wirklich eine gute Idee mit dem... Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Tja, und jetzt bist du ein alter Sack. Ah, der streichelt den Hund, der wird schon passen. Posten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Fährte im Sand. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Warte, ich bin immer noch auf der Konsole. Schon. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Gib mir Dana! Erwache! Okay, das Schießen ist schon ziemlich cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Dingsbums. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Tja, da muss man halt abwarten, ne? Hast du diese Soldaten? Manchmal kannst du deinem... Wache soll schon bis dahin. Na, kannst halt nicht immer deinem Chocobo so die Sporen geben, dass er dich abwirft. Aber ich glaube, das hat der Clive dann auch von seinem Vater gut gelernt, dass er sich um seine Tiere kümmern muss. Da ist sie, die gute Dalimil-Schenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Klar. In der Schenke hört man sowieso am meisten.
In der Regel. Ja, und hat irgendwas. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Wundes Sitzfleisch. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Na, oh, schade. Warum sehen wir jetzt so ein bisschen aus wie Assassin's Creed? Na gut, Mantel und Kapuze halt, ne? Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Warum sehen wir die jetzt so extrem? Das ist doch komisch. Joshua ist hier. Unser Bruder. Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Was ist mit dem? Ich meine, er hat Ultima an sich aufgenommen und das ist jetzt auch nicht so einfach. Er wurde damals von uns auseinandergenommen. Oh, die sind doch alle, dieses Teasing, ne? Alles so nah und doch so fern. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Habt gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih.
Es ist wie ein Film, viel zu viele Cutscenes. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ich mach gar nichts. Das ist ein Spiel. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Der war aber schnell am Fressen. Ja, kann man mal machen. Mal schnell die Taverne auseinandernehmen. Ist so ein Alltagsgeschäft. Wollte ich jetzt nicht so übertreiben. Aber ist schon geil. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Ich glaube, das Säckchen Gold reicht, um die gesamte Taverne neu aufzubauen. Okay, das jetzt ist cool oder nie. Aus. Euer Gnaden? Es geht. Ist das wirklich nur wegen diesem Ultima, der hinterm Clive her sein soll? Warum der Joshua so Probleme hat? Clive? Es war so klar. Was hast du? Hat dein Teller nicht leer gegessen? Dieser Halunke. Vergiss es. Wir gehen. Die Kazette dauert ja viel zu lange. Ich bin heute noch nicht richtig wach geworden.
steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Ich glaube, das hat sich schon erledigt. Diese Lappen schon wieder. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Aber nur, weil du es Maul nicht halten kannst. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Nicht wirklich. Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Cid. Bisher waren Cids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Sieht nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich habe Platinschwert plus 2, okay. Jägerarmbänden. Sie könnten... Eine ausgezeichnete Wahl. So, das passt alles. Bitte sehr. Eine ausgezeichnete Wahl. Bitte sehr. So, sprich mit den Einwohnern. Du willst ein Träger sein? Ein Streichholz leistet besser. Boah, ist das gemein. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Willkommen zurück, Justin. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also, am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Die Besitzerin des Badehauses oder so. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Ruzhena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Ruzhena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Muss hier nichts bedeuten. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Hallo Mann. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Warum muss ich mit dem Fischer sprechen? Bootsmann. Kann ich helfen? Sinn.
Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ružena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Also wir haben ihm nur die Hände abgeschnitten und, glaube ich, seinen Dominus von sich ihm geklaut. Die versuchen ihn jetzt nach Drachenfels zu bringen. Das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Ferder weiß. Entschuldige, bist du Ferder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Die wollen ihn jetzt angeblich nach Drachenfels zur Mutterkristall bringen, damit er Kennst seine Wunden angeblich heilen kann. Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Warum war mir das so klar? Der alte Sif, dieser schwere Nöter. Ob wir ihm vertrauen können? Nein. Nur so weit, wie er uns vertraut. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Wir sollen der Dame Grüße von Sid ausgeben. Und dann wäre der ganze Käse doch schon längst gegessen. Aber nein, wir müssen die erstmal alle niedermetzeln. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferder? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Ružena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Aha. Auf zum Hof der Muse. Erstes Freudenhaus zum bei den Kaiserlichen Muse. Mit der Madame. Als Sklave der Puffmutter und jetzt ins Wüstenbordell. Hergestellt aus robustem Stein. Wie heißt denn das Freudenhaus hier? Ein anderes Brot ist so weit. Schnuppert mal, mein Herr. Meine Teppiche zieren die feinsten. Das Bordell der trockenen Muschi, oder was? Kratzende Schritte. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Tja, blöd glauben, Alter Mann. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lube auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein.
und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Könnte ich mir da mitverkuppen? Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Money? Vertrauen! Das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Ich bin auch nicht jeder. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Hey, ich dachte, wir gehen jetzt ins Bordell. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ja, nicht alles. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich mag den irgendwie nicht. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... fünfmal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel. Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Okay. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Tja, Onkel, alter Mann, ich glaube, der hat dich. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Oh, ist doch chillig. Ist gut. Fall nicht auf. Folgt den Kristallen. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Ach so, ja, stimmt. Die Kristalle machen den Shit, ja. Aber hier soll es noch ein Bordell geben. Das interessiert mich jetzt doch mehr als es sollte.
Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Was? Kristalle verschwinden, der eine hat zu viel Kohle, das ist natürlich ein Problem. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hier, koste mal. Oh, kannst du glauben, wie viel er gezahlt hat? Ich hoffe, du hast ihn... Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Schwert polieren? Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semikis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Die feinsten Stoffe! In welcher Schenke? Ach so, da. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Ah, du! Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Ups. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Will nicht gestört werden. Danke. Ich finde ihn schon. Was aber? Warum aber? Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten, weißt du? Na, wenn du meinst. Aha. Aha. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Okay, jetzt bin ich, Jetzt interessant. Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge! Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Das ist einfach ein reicher Handelsmann. Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken. Und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha!
Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das habe ich... Macht Sinn, ja. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Na dann. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Welkroy vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Natürlich. Ich würde sagen, da haben wir sowieso keine Wahl. Warum hat die Schenke zu? Na gut, da bin ich mal gespannt. Aber es macht natürlich Sinn, ne? Die zwacken hier den Kristallhandel ab, machen damit ordentlich Asche auf dem Untergrundmarkt und können den ganzen Scheiß verruhen, wie sie wollen. Ich glaube, Kupka tut hier niemandem wirklich gut. Viele Chocobos unterwegs. Wegen dem Spiel. Das ist wegen dem Spiel, Justin. Das ist bei Seven Days ist es aber auch so, dass der automatisch eingestellt wird, weil die Spiele ab 18 sind. Was eigentlich interessant ist, weil Final Fantasy ist USK 16. Ich wette mit dir, das hat mit diesen ganzen Whirlpool-Dingern da zu tun, mit diesen ganzen Pornomiezen, die dann jetzt mittlerweile auf Twitch streamen. Da will man verhindern, dass die 13-Jährige da Amorant zugucken. Und jetzt wird alles extrem überdimensioniert. Und alle, die es normal machen, die damit nichts zu tun haben, müssen den Scheiße ausbaden. Nur weil sie der Alten erlaubt haben, ihre Titten und ihren Arsch in die Kamera zu halten. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir... haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, hm? Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord! Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide!
Keine Ahnung, wie die verdammte Hop-Top-Streamerin heißt, die ich jedes Mal auf meiner fucking Page bin und blockiere die jedes Mal, weil ich den Scheiß nicht sehen will. Jedenfalls auf der FJ-Page mittig sieht man immer Streams laufen. Die war oben wirklich komplett ohne Kleidung, aber wehe ein Mann. Ja. Ja. Keine Ahnung. Das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Ich glaube, die habe ich auch mal gesehen. Die hat, glaube ich, mit Hautfarbe über ihre Brust gemalt. Hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet, aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Twitch ist ganz komisch geworden. Gamern wird das Leben schwer gemacht und die Damen können sich hier mittlerweile halb ausziehen. Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Clive. Da du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke! Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gillbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh. Hier. Mein Siegel. Na dann. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Interessant. Omia Lostelan. Tu Isakelith.
What the fuck war das? Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na, ist doch schön. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Viel. Komm, zu Onkel. Viel. Gehen wir. Sehen. So, vom Kai habe ich jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Können natürlich jetzt hier meine unten. Meine Teppiche zieren die feinsten Wege. Die aromatischsten Kräuter. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Boah, so ein warmes Brot aus dem Ofen. Seht mit nur diese Rinde. Hängelaternen. Ha, Sie haben das Tor geöffnet. Lubor hat sein Wort gehalten. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Das muss man schon sagen. Ah. Hab's noch geschafft. Was gibt's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins, dass ihr durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sith habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt.